Hallo, wir sind die Deutsche Schule Shanghai Hongqiao aus China. Als Teilnehmer des Wettbewerbs Erinnern für die Gegenwart haben wir im fächerübergreifenden Projekt Imperialismus historische Zeitungen erstellt. Die Informationen dafür mussten wir sorgfältig aus historischen chinesischen und deutschen Quellen herausarbeiten. Wie es uns dabei erging, schauen wir uns jetzt an. Hallo, also ich bin Janika, ich gehe in die 12a und ich habe zusammen mit meiner Gruppe an dem Thema Boxeraufstand gearbeitet. Ich bin Maurice, ich bin 17 Jahre alt, gehe mittlerweile in die 12a und wir haben als Gruppe eine Zeitung zum 25-jährigen Jubiläum der Kaiser-Wilhelm-Schule in Shanghai erstellt. Ich bin Jette, gehe in die 12b und unsere Gruppe hat eine Zeitung zu der Kolonie Kiaozhou gemacht. Wir haben viele Texte geschrieben, lange Texte, und eine Zeitung zu entwerfen ist echt nicht einfach oder jedenfalls nicht so einfach, wie ich es mir am Anfang vorgestellt habe. Ich ein alleine kann die Zeitung erstellen, letztendlich ist es dann ein Werk der ganzen Gruppe. Sich mit der Gruppe so zusammenzustellen und halt wirklich auf irgendetwas genau einigen, was man jetzt wie macht, wo man die Werbung hinschiebt und sonst was alles, das war sehr schwierig. Also ich habe besonders neues Wissen über die gemeinsame Geschichte Chinas und Deutschland gewonnen. Man hat so ein bisschen gemerkt, wie die Deutschen vielleicht auch nach China allgemein gekommen sind, was sie bewegt hat und wie sie sich hier verhalten haben. Da konnten wir uns auch wirklich gut hineinversetzen mit all den Quellen, die uns gegeben wurden. Und dadurch konnten wir auch immer uns besser den Alltag, den die damaligen Leute auch hatten, vorstellen. Wir als Schüler der Deutschen Schule Shanghai erleben tagtäglich die deutsch-chinesischen Beziehungen, die Völkerverständigung aufs Neue. Und da eben zu untersuchen, inwiefern die vor 100 Jahren anders war, fand ich sehr interessant. Darum bin ich auch sehr froh darüber, dass ich durch das Projekt diese neuen Erfahrungen machen konnte.